Das Springlot der Westfälischen Hauptpferdekörung 2016 zog die Zuschauer in diesem Jahr in ihren Bann. Von den 70 Hengsten, die zur Körung vorgestellt wurden, erhielten 28 Dressurhengste das Prädikat gekört und 14 Springhengste das Prädikat bekört. In der vollbesetzten Halle des Westfälischen Pferdestammbuchs erhielten nicht nur die Springhengste Szenenapplaus, sondern auch die Dressurhengste, wie hier der zweite Reserve-Siegerhengst der Dressur von Bretton Woods, Fürst Piccolo Sandro Hitt. Der Hengst wechselte für 260.000 Euro den Besitzer ins niedersächsische Landgestüt Celle. Der erste Reserve-Siegerhengst der dressurbetonten Hengste abstammt von Zac Don Schufro Brentano II. Aussteller ist das Gestüt Blue Horse aus dem dänischen Randböll. Der Hengst wird unter dem Namen Zoom ab 2017 im nordrhein-westfälischen Landgestüt in Warendorf stationiert werden. Der Siegerhengst der Westfälischen Körung 2016 mit der Kopfnummer 43 ist ein Nachkomme von Vitalis aus einer Ampere First Final Mutter. Züchter ist die Resing Pferde GmbH aus Borken, Aussteller Resing Pferde GmbH und Andreas Hegstrand. Der Hengst bleibt im Besitz der Besitzergemeinschaft. Die Rangierung des ersten Reservesiegers der springbetonten Hengste folgte gleich für drei Hengste, denn diese Qualität saß so dicht beieinander. Hier in diesem Fall die Kopfnummer 56, ein Hengst von Cristallo II, Lancer Pilot Lucius. Aussteller gestüt Neunhof KG in Niedecken. Dieser Hengst wechselte für 90.000 Euro die Besitzer an das Landgestüt Moritzburg. An zweiter Stelle ebenfalls erster Reservesieger, die Kopfnummer 57, ein Hengst von Dantos HBC aus einer Veron Wolfgang Mutter. Dieser Hengst verbleibt in Zukunft beim NRW-Landgestüt in Warendorf. Der dritte unter den ersten Reservesiegern, ein Hengst von Diamant Simili aus einer Cornet Oberlenski Mutter, wechselte den Besitzer für 105.000 Euro und zwar in das Gestüt Ligges. Ein wahres Bieterduell entfachte die Kopfnummer 64, der Siegerhengst der springbetonten Hengste von Canan, Ferdi, Konrad Obolensky, Aussteller Mathieu Beckmann und Ignaz Berger aus Wettringen. Dieser Hengst, der so fulminant sprang, wechselte für 620.000 Euro den Besitzer und wird zukünftig in Bad Bevensen auf dem Klosterhof Medingen stationiert sein.